Klar, was sonst? Was soll das denn bringen? Willst du mir einfach nur auf die Eier gehen? Es ist das, was du willst? Tja, Mission erfüllt, Vollidiot. Wenn ich dich zu Tode trample, du Arsch, kannst du dich damit trösten, dass du mich einmal für ungefähr 8 Sekunden leicht irritiert hast. Gratuliere. Deine Eltern sind stolz auf dich. Warlord down. Und sagt er gleich auch? Ja, ich auch. Hallo, revive. Dann sagt er down. Schönen Dank. Wer ist Loader im Arsch? Er kann jetzt immer noch. Okay, dann nicht. Oh. Wogegen ist der resistent? Gegen Feuer. Gegen Sterben. Oh. Ja, nur zu! Das auch die letzte Runde. Ich hab schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar ich dir in die Eier töte. Ich werde dir 15 Minuten einen Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Mhm. Genau. Nein. Warte, lass mich vorher nachladen. Mich auch, Moment. Beziehungsweise das gerade nicht tun. Vor allem meine guten Waffen sind out of ammo. Ah, aber hier ist noch eine Kiste. Okay. Okay. Bereit? Bereit, jo, ja. Jo. Dann tanze. Zumindest ist er schon fast halb kaputt. Oh, ist explodiert was? Naja, ist das so ähnlich wie tanzen? Du bist so ein Volltrottel. Sieg! Opportunity wird jetzt starten und vorübergehend los sein. Für immer! Vorübergehend, ja. Indeed. Aber hey, er hat kurz getanzt. Ja, hat er wohl. Ich wollte uns nicht töten, plötzlich. Ja, gut, das hatten wir schon mal. Das kann man nicht zu oft machen, sonst wird's langweilig. Claptrap kann das so häufig machen, wie er will. Er kann sonst nichts. Ja, auch wieder wahr. Ich bin baden gegangen und das ist nicht gut, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ich gebe mal die Quest ab. Ja. Ich sterbe mal. Ich seh's. Bisschen. Lol, ich hab dich gerade durch zwei Wände durchgeheilt. Geil. Was cool ist, ist, dass auch das Heavy Breathing, das Atmen, weg ist. Ja, das stimmt. Mhm. Ich fühle mich sehr männlich. Wir sollten die ganze Zeit so weiterspielen. Hi. Habe ich eigentlich an. Was denkst du jetzt zurück? Weg. Jo, okay. Macromancer Mod. Assassin Mod kann weg. Ja, okay. Der Assassin Mod kann weg, habe ich nur gesagt. Macromancer, ich meine, wenn du dir anschauen willst. Sag einfach durch, was es für einer ist. Meine ich ja. Na, nicht gehe, ich bin so gewohnt, Gear zu drücken. Einfach den Namen. Ja, im Englischen ist es Manic Technophile. Nee. Kannst du wegschmeißen. Woher weißt du das schon? Weil ich mich daran erinnere, dass Technophile eine Klassmod ist, mit der ich nicht klarkomme, weil die einen linken Baum, glaube ich, fokussiert und ich den mittleren genommen habe. Achso, Interspersed Outburst halt, ne? Ja. Schilde und so.
reicht aber, oder? Wir können weitermachen, oder? Erstmal nach Sanctuary zurück. Erstmal. Dann die Statue gibt man auch bei Claptrap ab, ne? Ja. Ja, gut, dann machen wir das da. Also hier haben wir nichts mehr, soweit ich gesehen habe. Okay. Dafür in Sanctuary halt noch. Und dann haben wir auch die drei Reihen Nebenquests, die wir nicht mal angeschaut haben. Ja. Dieses Spiel, ne? Ja. Dauert ein Momentchen, kann man schon sagen. Wie du versuchst überhaupt rechtzeitig irgendwas zu tun. Nebenbei? Ja. Wie viel Uhr ist gerade? 1:13. Ah. Oh, jetzt haben wir auch nicht im Voll gespielt. Hi, Claptrap. Vorteil, wenn man zwei Bildschirme hat. Ich hab meine Uhr nicht an, das ist das Problem. Vorteil, wenn man eine Uhr neben sich stehen hat. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Wenn das Ganze eine Falle ist. Roboter, die die tanzen können? Sinnig, Sweetheart, ja. Verdammt, vertrau mir einfach, okay? Okay, andere Quests, die wir in Sanctuary abgeben können. Hauptquest. Ja, gehen wir die Hauptquest kurz ab. Soll ich dann mal die andere Quest abgeben? Ich stehe gerade hier. Ja, das ist halt die Hauptquest. Eben. Ja, Sekunde, bin gleich da. Jetzt. Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Brick sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, wir haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Jo. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Oh nee. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Ja, ja. Wisst ihr was? Das wird auf jeden Fall... total spaßig. Was erste denn? Teilaufgabe. Hey, ja. Überzeuge Claptrap, dir zu helfen. Mhm. Ist super. Was müssen wir tun? Tanzen? Weiß ich, essen, weiß ich nicht. Gucken wir uns später an. Erstmal neben Quests, wie gesagt. Oder nicht? Ja, ich schaue erst nochmal die ganzen Läden hier kurz auf. Ja, gute Idee. Verkaufen. Shit verkaufen. Also oh, Siren Head Customization. Ja. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Und gleich mal angucken. Weil es gibt nichts Wichtigeres als das Ausstellen in diesem Spiel. Ja. Muss ich mir mal mit meinem Originalskin angucken. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Jo, mal schauen. Nee, der sieht nicht aus. Schade, wieso habe ich keine guten Köpfe? Ich weiß nicht, ob ich noch eine Kiste öffnen soll. Achso, ich muss ja erst aktivieren. Also ich hab momentan noch gute Sachen. Jo. Ein Kopf und ein Skin. Ein Skin? Ich hab keinen Skin. Malevan Elegance. Oh, Malevan. Ja, wahrscheinlich wegen dem Dingen da. Hier, Claptrap's Geheimversteck oder so. Die hab ich ja nicht gekriegt. Auch weil ich es dann schon hatte, wahrscheinlich, ja. Der Kopf ist sündiges Sweetheart. Andere Chan? Den. Yes! Der Kopf ist gar nicht mal so uncool. Naja. Ja, geht.
grausame Brille. Mhm. Das sieht ja mal super aus. Gut ist. Das ist ein Bärenkopf. Der neue, den du hast. Relativ bescheuert. Zeig nur mal kurz, ich hab nicht richtig gesehen. Oh, Dämonkopf, okay. Auch nett. Ja. Hier. El. Ja, Wikinger halt irgendwie, ne? Ein komisches Alienvieh über den Kopf gezogen. Ein schicker Nasenring. Juhu. Hat doch was. Da drauf. Du bist einfach ein Berserker. So, an, an dem Nasenring musst du einmal ziehen, ey. Boah. Soll ich? Nein, ich wollte. Ah. Unglaublich! Du bist ein Kammerjäger? Wow! Könnte ich dir vielleicht auf deinen Abenteuern folgen? Oh, was? Ich könnte dein Lehrling sein und im Gefecht sterben, was dich dazu bringt, blutige Rache zu üben! Ja. Danger Requests. An Videos. Ach genau, ja, Moxies Camcorder. Machen wir das mal eben. Wann wollten wir eigentlich aufhören? Ich hätte mein Glück nicht. Nur mal so als Zwischenfrage. Weil. Weiß ich nicht, wie gesagt, die Nebenquest noch und dann war's das oder so? Ja. Hi Moxie, Ausschnitt. Oh, tut mir leid, ich kann leider nicht. Gib Claptrap einen Geburtstagskuss von mir. Aber einen rein platonischen. Nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Ich möchte gerne mit dir reden. Du willst also meine Kamera, hm? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosionen. Am besten beides. Ja! Wir nutzen die wohl für Ersteres wahrscheinlich. Kamera aus dem Dekolleté ziehen. Wieso? Wie alles aus dem Dekolleté. Bring diese Kamera nach Opportunity und schau dir auf keinen Fall Moxies Aufnahmen an. Erstmal reinschauen. Warum nicht, ja. Du musst Checks Gesicht. Immer nur, siehst lustig aus. Durch? Danke. Mhm. Super. So. Hoppla. Geburtstagsparty können wir uns sparen. Ich hab nicht mehr zugehört. Wann wollten wir aufhören? Nach der Nebenquest. Nach der Nebenquest, die wir jetzt starten werden gleich. Ich hab grad schon Ja gesagt, oder? Wahrscheinlich. Ja, hast du. Ja, das passiert, wenn man Ja sagt, ohne so zu hören. Können wir dann? Ja, ja, ja. Kein Stress. Ich bin ja schon dabei. So, Teleport. Zeit, na, ich war nur. So, steht draußen. Fake, da sind noch Statuen. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Haben wir die nicht gerade abgerissen? Die stehen jetzt wieder. Wahrscheinlich. Ich brauche einen orbitalen Abwurftransmitter und ein paar Sovereign. Nope, they don't. Ich erkläre dir später warum. Oh, und wo du schon dabei bist, schalte auch ein paar Ingenieure aus. Wir müssen dem Universum zeigen, dass diese Stadt so gesundheitsfördernd wie ein Kopfschuss ist. Waffen, Waffen, Waffen! Ja. Muni-Shop. Ich find's schön, wie da oben so ein Rack-Button ist. Muni-Shop. Ein was? So ein Recording-Zeichen. Ah, Tatsache, ja. Und ich habe ein Echo gefunden. War mir wieder ein Vergnügen. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. War mir wieder ein Vergnügen. Möge es dir helfen. Alter, gehst du da gerade ständig rein und raus, oder was machst du? Was? Nein, ich kaufe nur ständig Kram. So, Echo. Ah. Liegt da. Liegt da, ah. Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Ihr Gentleman errichtet die Zukunft. Sobald die Stadt fertig ist und ihre sorgfältig ausgewählten Einwohner anrücken, werdet ihr die wahre Schönheit sehen können, die Opportunity verkörpert. Laufen schon mal. Aus der Ferne könnte was dauern. Ihr Jungs werdet nie auch nur in die Nähe dieser Stadt kommen, wenn sie erst einmal fertig ist. Aber ihr könnt ja mit dem Fernglas zum Beispiel ein Auge drauf werfen. Die Dinger sind stark. Jo. Aber haben nicht viel HP. Ja. Ist nur blöd, wenn man unter ihnen steht und einen scheiß Winkel hat. Das war unerwartet. So.
That one shouldn't. Ja. Ruhe. Ja, nur einzelne Wörter. Ja. Ja, du kannst Jax Jumel nicht leiden. Ja, das kann aber keiner von uns. Och. Jax, glaube ich, kein Problem mit. Hopp, ich wollte dich ja wieder beleben, aber ich bin tot. Jo. Und du kannst mir einen Kill klaus, alles gut. Danke, Deathtrap. Der hört gar nicht zu und der Depp. Deswegen reagiert er auch absolut nicht. Depp, Depp. Der Depp. Ja. Danke. Okay, oder so. Oh nein, Constructor. Oh. Again. Ah, ich hasse diese fucking Turrets. Da. Da oben drauf? Okay. Nice, so. Ah, Repariersonde. Was knallt mich da ab? Eine Repariersonde fliegt hier immer noch rum. Hm. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit, ich krieg die nicht. Egal, soll mir egal sein. Wie soll man denn da oben drauf kommen, meine Güte? Moment. Doch hier? Wahrscheinlich hier über die Leiter. Möglich. Wo ist denn eine Leiter? Da, wo ich lang gegangen bin, war eine Leiter. Ja, nee, hier oben bin ich auch schon. Das ist kein Problem. Wir müssen noch höher anscheinend. Wie würde ich hier über die Strebe laufen? Parkour? Ja. Logisch. Das können wir auch auf so einer Schräge hier laufen. Absolut realitätsfern. Ach. Ach so. Vor allem auf dieser Schräge sprinten auch noch. Und von dieser Schräge abspringen. Und das gerade. Hören, wie Jack beim Springen schreit. Also. Ah, jetzt. Mhm. Venia. Zeug. Silence! Ködern kannst du die Surveyor zu jedem gewünschten Ziel leiten. Wenn du die Köder an Jacks Propagandawerken befestigst, sollten die Surveyor da reinkrachen. Könnte lustig werden. Na dann. Mhm. Auf den Schildern also. Ich muss gerade erstmal mit 3 FPS einen Combat Engineer umbringen. Danke. So geht das einfacher. Ich hatte aber keine Frames gerade aus irgendeinem Grund. Hm. Hat sich gesund bewegt, egal. Ja, aber ich habe ihn nicht getroffen. Au, 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 was knallt mich da weg? Super Badass Load, ach, was sonst? Klar. Kommt ihr? Ich bin auf dem Weg. Ah.
So, zum Versorgungstransmitter. Er ist da unten drin, okay. Schaff den orbitalen Versorgungstransmitter zu dem großen Kran hinter dem Hafenviertel. Sobald du einen Abwurf anforderst, zerstört der Moonshot den Kran. Dürfte toll aussehen auf Film. Nun denn. Jo. Einfach ab kaputt machen. Gut. Kriegen wir hin. Ist was Havoc Wrecken hier. Boah, das hat er von mir kopiert. Hast du das jemals gesagt? Das hab ich häufig gesagt. Ah ja, okay. Wüsste nicht mehr. Ja. Nö, mein dich Gott. Ignorieren wir mal. Ja, ja, wenn du so lange zum Aufbauen brauchst, ist das dein eigenes Pech, ne? Mhm. Lalali. Oh, da ist der Kran. Ja. Hier muss das Ding dran. Was mit da? Schöne Position finden. Das sollte reichen. Begib dich zum Core Opportunity Outreach Center und sende das Filmmaterial. Hübsch. Hui. Und tschüss. Also der hätte irgendwie hübscher kaputt gehen können. Das war jetzt irgendwie langweilig. Ja. Geht er oben echt high? Nee, es ist high mit dem Dreieck, okay. Ah, für Hyperion und so. Ja, ich weiß, aber hätte sagen können, dass da irgendwie so ein kleines Easter Egg oder ein Schmierer drauf ist. Hi! Ja. Wohin rennen wir? Wohin müssen wir? Ich bin zu weit gelaufen, oder? Hier hin? Ja, eben. Hey. Alter, diese ultimative Vernichtung immer, wenn alle drei auf ein Ziel schießen. Mhm. Ich sehe nichts mehr. Leck. Wo müssen wir hin? Ja, hier. Runter? Ich würde auf jeden Fall erstmal gerne überleben. Ja. Ja, runter. Klingt nach einer guten Idee. Wenn meine E-Taste funktionieren würde. Danke. So. Boah. Und da ist mit Level 23. Boah. Ja, so viele wie ich momentan heile, kriege ich einfach viel mehr Punkte als ihr. Solltet ihr weniger sterben, würdet ihr schnell aufhören. Boah, das ist voll gut. Ihr seid schuld, dass ich besser bin als ihr. Ja. Gefällt mir. Ah, machst du gerne, ne? So. Was, wenn ich dir die Schuld für etwas geben kann, das nicht besser macht? Klar. Hier unten hin. Hier unten hin, ja. Aber dann hätte ich dir was Gutes getan. Ne, jetzt hätte dir was Schlechtes getan. Kann ich dich durch den Boden reilen? Ah, da bist du ja schon geheilt. Alles gut. Danke. Erbreiten. Das ist nicht möglich. Was war nicht möglich? Einstecken. Einstecken. Durch Pixel-Akkuratität. Jetzt veröffentlichen wir die Früchte deiner harten Arbeit. So, und jetzt veröffentlichen wir die falschen Videos, die schon drauf waren. Tun wir? Wahrscheinlich. Bin ich sicher. Deine Arbeit ist getan. Ich bezweifle, dass noch jemand es eilig haben wird, hierher zu ziehen. Ausgenommen Vogelliebhaber. Komm zurück. Komm schon. Okay. Passt. Bilder von sterbenden Menschen. Aber schnell zusammengeschnitten. Toll. Also ich habe das Originalvideo gesehen. Tja, ne? Sicher? Ja. Okay.
Okay. Ich habe das Video gesehen, wo das Ding so um die stehende Statue rumkreist. Ja, ist auch richtig, das haben wir ja gelassen. Aber dieses das und das und das, das waren ja die Engineers, die geplatzt sind. Wurde mir nicht angezeigt. Hast nicht hingeguckt? Doch, ich habe hingeschaut. So. Zurück zu Lilith und dann war es das für heute. Jo. Boing. Oh, Jack greift seine eigene Stadt an. Perfekt. Warum nicht, ne? Dieser Bereich ist so weitläufig. Ach, ein Kommando-Class-Mod ist das. Deswegen ist das so komisch. Oh, Scarlet. So. Jo. Ich glaube, mein Brustkorb fällt gleich ein. Dann? Noch nicht. Erstmal abgeben. Erstmal abgeben. Das stimmt. Erstmal Waffe kaufen, ne? Ich wollte nur schauen, ob die irgendwelche Skins haben. So. Das sagen sie immer. Level. Doch noch geschafft heute. Wie, erzählst du nichts? Oh. Ja, weil ich gerade noch überlege, welche Artefakt ich nehmen möchte. Danke. Sprich? Ja. Bist du noch an dem Job dran? Dann nicht. Schockresistenz. Was sind Dingsresistenzen? Alter. Welches hast du genommen? Der Name bringt mir nichts. Das untere. Ah. Halt Stärke-Artefakt. Oh, da haben wir ganz verschiedene Artefakte. Ich habe ein Resistenz-Artefakt und ein Wiederbelebungs-Artefakt. Okay. Ja, ich hätte eben das unsere Artefakt, also alles ganz verschieden. Na, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.